Am Samstag fand in Oftringen der Heimattag der Heimatvereinigung Wiggertal statt. Im Zentrum standen ein neues Ehrenmitglied und der Veranstaltungsort, die Stiftung Lindenhof. Von Roswil bis an die Berner Grenze, vom Napf bis an die Aare, soweit erstreckt sich das Einzugsgebiet der Heimatvereinigung Wiggertal, HVW. Am Samstag fand an dessen nördlichen Rand, in Oftringen, der traditionelle Heimattag statt. Präsident Xaver Vogel begrüßte 62 Anwesende und führte durch die Veranstaltung. Unter anderem präsentierte er das Jahresergebnis. Seit längerem liegen die Ein- und Ausnahmen jeweils im Bereich von 90.000 Franken. Für 2022/23 fällt das Ergebnis etwas besser aus als üblich. Dank Spenden zum 90-Jahr-Jubiläum konnte Kassier Martin Stöckli ein Plus von rund 7.000 Franken vermelden. Das sind Statuten. Die sind zwei Seiten gross. Die kann man nachlesen in der Homepage, wie die lauten. Wenn es dort Korrekturen gibt, Korrekturen machen, macht die Mitgliederversammlung, wie mehr jetzt eine sein, dann müsste sie dort behandelt werden. Weiter würdigte Xaver Vogel die Arbeiten und Tätigkeiten des gesamten Vorstandes der Heimatvereinigung Wiggertal und bedankte sich für die geleisteten Dienste im vergangenen Vereinsjahr. Und das neu eingerichtete Naturlehrgebiet in Etiswil anschauen. Wir werden dann auch orientiert vom Sepp Steiner, warum es das überhaupt gibt und von dem, was das Museum jetzt leitet, was dort allerlei gibt. Aus diesem Forum rekrutieren sich Kommissionsmitglieder in der Kommission Museum, teilweise auch in der Redaktion. Dann sind Forumsmitglieder aktiv bei der Kartenaktion. Sie sind aktiv beim Mithelfen von Kostbarkeiten. Dann verpacken sie die Heimatkunde verpacken und sie auch verteilen. Wir haben, ich glaube, 3/4 kann man sagen, von den Büchern werden nicht mehr über die Post verschickt, sondern werden von Leuten vorwiegend aus dem Forum direkt in die Briefkästen gebracht. Wir haben normalerweise 3 Vorstandssitzungen, heute haben wir 4 gehabt. Dann gibt es zusätzliche Kommissionssitzungen. Es kommt auch vor, dass es Sitzungen ad hoc gibt, für bestimmte Aufgaben einzuberufen. Ich komme wie angekündigt zu der Information über 2 Geschäfte. Das eine ist Kartenaktion, das andere die digitale Erfassung der Objekte im Archäologischen Museum. Kartenaktion hat mit Corona eine grosse Bremse erlebt. Wir haben dann noch während dem und schon ein bisschen vorher und jetzt nachher sehr deutlich gemerkt, wir haben die Karten ja über Schulklassen verkauft mit der Idee, dass die Kinder dort auch viel Zeug gelernt haben, wo übrigens im Lehrplan 21 vorgesehen ist, dass man das macht. Die sind die von Haus zu Haus verkaufen und das kommt nicht mehr gut an. Bei den Eltern nicht, bei den Lehrern nicht. Es gibt sehr viel Wechsel. Es hat kaum mehr Lehrer, die an einem Ort über längere Zeit dort sind und noch wissen, was das ist mit so einer Kartenaktion. Und auch bei den Behörden ist das immer schwieriger geworden. Die Schulkommissionen haben das auch nicht mehr begrüßt und gefördert, dass man das macht. Der abtretende Josef Stöckli, der die Kartenaktion geleitet hat, hat selber Überlegungen gemacht. Es ist daraus dazu gekommen, dass der Alois Otto, Vizepräsident, zusammen mit dem Hermi Heuberger und mit der Isabel Schwegler von Reiden und mit der Agnes Sommer von Nebiken, die haben sich eingehend mit der Fortsetzung dieser Kartenaktion befasst. Sie haben auch Umfragen gemacht, haben auch mit den Lehrern geredet, haben mit der politischen Behörde geredet und weiss ich was. Die Gruppe ist weiter dran. Noch nicht am Ende der Erkenntnis, aber es kann, das wissen wir jetzt schon, kann höchstwahrscheinlich nicht mehr gleich weitergehen, wie wir es bis jetzt 50 Jahre ja können, erleben und machen. Es wird das Zwischenergebnis, das die Gruppe jetzt gemacht hat, wird an der Klausur im Jänner, die ich angekündigt habe, auch besprochen werden. Das Zweite, die digitale Erfassung der Objekte im Archäologischen Museum. Mit Hilfe des Zivilschutz haben wir 2020 sind wir bereit gewesen, Objekte vom Archäologischen Museum Schötz digital zu erfassen. Corona hat etwas dagegen gehabt, es hat keine WK mitgegeben und es ist stillgelegt worden. Jetzt im Sommer und Herbst 2023 haben wir den Kontakt mit den Zivilschutzverantwortlichen wieder aufgenommen. Die Bereitschaft steht weiterhin da. Es hat aber neue Leute dabei und neue Leute bringen auch neue Ideen.
Höhepunkt des ersten Teiles war die Vorstellung des neuen Ehrenmitglieds Josef Stöcklig-Neubühler aus Ofusen. Von 2012 bis Mai 2023 leitete er die Kartenaktion der HVW. Xaver Vogels Dank richtete sich auch an Heidi Stöckli, sie habe ihren Mann in dieser aufwendigen Arbeit tatkräftig unterstützt. So, ihr, Josef, und jetzt bin ich froh, Josef und Heidi, wenn ihr vorkommt und wenn du auch das Produkt mitnimmst, das dort auf dem Tisch ist. Als erstes tue ich euch bekränzen. Überkomme ich beide einen Kranz über den Kopf. So. Voilà. Und dann bin ich froh, wenn du das Urkund mitnimmst. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr das gemacht habt. Neid den Kranz und die Urkund vom Ehrenmitglied jetzt in dem Publikum offiziell in die Hand, was du jetzt gerade gemacht hast. Und jetzt bin ich froh, wenn wir mit den Besucherinnen und Besuchern die Urkunde und die Ehrenmitgliedschaft mit einem kräftigen Applaus bestätigen. Danke vielmals, Heidi. Alles Gute, gell? Wunderbar. Heidi, alles Gute, gell? Wunderbar. Martin Geiger, Redaktionsleiter der Heimatkunde Wiggertal, sprach zu einem möglichen Namenswechsel des Jahrbuchs. Ist der Titel noch angebracht, fragte er. Für uns ist der Begriff Heimat positiv und verbindend. Indes gäbe es politische Gruppierungen, die ihn zur Abgrenzung missbrauchten. Die Redaktion wollte die Meinung der Mitglieder wissen, diese füllten einen Fragebogen aus. Die Ergebnisse werden auf der Webseite publiziert. Wie sich das verändert hat. Die ersten Heftchen, sie das gesehen? Sehr dünne Broschüren, sind breiter geworden. Schwarz-weiß mit den Farben gebildet. Sie haben die Farben müssen zahlen. Nachher ist das automatisch gesehen. Man hat das Format angepasst, die Rücken angepasst. Eine rechte Veränderung. Darum sind wir hier seit ein paar Jahren in der Redaktion, in Verhandlungen, Jungen und die Mitwaltlosen. Und wir kommen nicht auf einen grünen Zweig. Wir fragen dann die Leute und jetzt sollten wir auch noch euch fragen, wie ihr das habt. Und dann machen wir mit einer Umfrage. Und dann kommt ein Foto da drauf. Das könnt ihr auch daheim machen. Ihr könnt das noch weiter streuen und sagen, den Nachbarn, euren Freunden, Familienmitgliedern, sie sollen da mitmachen. Im zweiten Teil ging es um den Tagungsort, die Stiftung Lindenhof. In seinem Referat skizzierte Geschäftsführer Ralf Bürger deren Entwicklung. Unter seiner Leitung hat sie sich vom Alterszentrum zu einem weitläufigen Gesundheitsdienstleister gewandelt. Eine Kita gibt es hier genauso wie betreutes Wohnen, einen Zahnarzt oder eine Augenklinik. Die Stiftung betreibt die fünftgrößte Spitex sowie die größte psychiatrische Spitex des Arges und beschäftigt 290 Mitarbeitende. Fachkräftemangel kennen wir nicht, sagte Bürger, der wegen seiner Ideen bisweilen als Spinner von Oftringen betitelt wird. Seinen Ausführungen folgten viele Fragen aus dem Plenum. Ich war Gemeinderat in Oftringen und habe ein paar Jahre, als ich dort war, das angeeignet auf den sozialen Schienen. Also ich habe die Schulungen gemacht und so, weil ich Sachen unterschrieben habe, die ich nicht verstanden habe. Und das passt eigentlich nicht so mehr. Wenn ich irgendetwas unterschreibe, fürsorgliche Unterbringung, und lese einen Text vorne dran und ich verstehe das nicht, dann habe ich halt die Schulungen gemacht und bin dort durch, dass ich auch verstanden habe, was ich unterschrieben habe. Das liegt in meiner Natur. Und dann habe ich den Lindenhof als Altersheim und da dachte ich, irgendetwas muss man daraus machen können. Und
öffentlich-rechtlich ist relativ schwierig, das wissen wir auch. Da ist man an der Gemeindeversammlung und da wird eigentlich nicht gross debattiert, wenn man ein Schulhaus baut für 20 Millionen, aber wenn man im Wendehof vielleicht einen Rasenmäher kaufen für 600 Franken, dann geht die Debatte los. Und da habe ich gefunden, das denke ich, ist nicht unbedingt das, was es braucht. Und habe dann geschaut, was kann man machen daraus. Habe die AG geprüft, den Verein geprüft und bin dann auf eine Stiftung gekommen. Weil die Stiftung eigentlich wirklich eine privatrechtliche Stiftung ist, mit der Leitplanke links und rechts, und dann kann man dort fahren. Gut. 78 Pflegeplätze, 33 Wohnungen. Was machen? 12.500 Quadratmeter. An der ersten Personalinfo, die ich hatte, hier in diesem Saal, 2008, am 27. August, habe ich an den Mitarbeitenden gesagt, es sind ungefähr etwa so viel wie jetzt. Man fühlt sich gerade ein bisschen zurückversetzt. Habe ich gesagt, ich werde mit euch zusammen den Lindenhof zu dem machen, wie ich ihn einmal brauche. Das war eigentlich die Ausgangslage. Weil ich selber weiss ja auch, dass das ist so, dass man irgendwann mal so eine Institution braucht. Und habe gesagt, ich werde das gerne mit euch so machen, wie ich ihn einmal brauche. Woher nehmen das Personal? Ja, von draußen natürlich. Nein, ja, also wir sind eingedeckt mit dem Personal. Wir haben kein Personalproblem. Ja, also wie haben wir mit dem Bettenbeleg? Im Luzernischen haben wir ja massiv zu wenig Betten mit der demografischen Entwicklung gesehen. 20 Jahre sowieso, wenn Babyboomer kommen. Das haben wir letzte Woche im Zofingen-Tagblatt gelesen, dass da Kinder. Ich weiß nicht, jeder zu viel Betten hat wahrscheinlich. Also Belegung im Nachhinein verschlechter ist. Bei uns ist alles denkst voll oder anders wie so. Wie nimmst du das Wort bei dir im Heim? Also, wir sind immer auf 99%. Ja, das ist kein Thema. Ja. Also, wir sind immer zu oberst. Wir haben so eine Liste. Aber ich denke, wenn man in die Zukunft schaut, oder? Das ist schon nicht ganz so einfach, wenn man dann daran arbeiten muss. Und jetzt gehe ich natürlich vielleicht ein bisschen auf die andere Seite über. Wegen dem gehen wir ja raus. Genau aus dem Grund. Weil wir werden nie können die Betten hinstellen können, wo man sagt, was es braucht. Erstens. Zweitens will der Mensch daheim bleiben und nicht ins Heim. Da gehe ich gerade raus. Also müssen wir schauen, dass wir das Angebot rausbringen. Und Menschen daheim eben auch können betreuen. Und das ist da mit dieser Bettenfrage schon passend. In einer Diskussion mit Xaver Vogel ging es danach unter anderem um die Überzeugungsarbeit, die im Gemeinderat nötig war, um die Ziele zu realisieren. Oder darum, wie der Plan für die Zeit nach Ralf Bürger aussieht. Dieser macht sich dazu keine Sorgen. Wir haben eine gut aufgestellte Geschäftsleitung. Das ist das Wichtigste, dass das drin ist und es gelebt wird. Du hast recht viel Besuch, auch höhere Besuch. Ich glaube, schon von der Bundesseite her sind Leute schauen, was da passiert. Was wollen die von dir wissen und nehmen sie mit? Und was vernimmst du von ihnen? Die können ja auch kritisch wahrscheinlich das beobachten. Was holst du aus diesen Besuch raus? Und was holen die Psyche von dir raus? Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. In unserem Stiftungsrat ist Ruth Humbel. Ich denke, einen Haufen kennen sie. Ruth Humbel hat mir natürlich schon diverse Türen aufgetan, zu Bern oben. Und ich bin gewundert von Natur aus. Und ich gehe dann natürlich schon auf die Leute zu und gehe sie ausfragen und gehe spüren, was denkt man denn überhaupt zu Bern. Und jetzt, wenn Delegationen kommen, also Gesundheitsdirektion vom Kanton Bern, Gesundheitsdirektion vom Kanton Wallis, Zürich ist da gewesen und die kommen dann auch schauen, das System anschauen, weil sie haben davon gehört und haben das Gleiche gedacht, wie alle denken, das kann ja gar nicht funktionieren. Und kommen dann hin und schauen es an. Und dann merkt man natürlich schon, dass der politische Prozess hinten noch kommt. Oder? Jetzt habt ihr ja noch grosse Gemeinden auch in der Region. Wie reagieren die darauf? Probieren die das auch zu machen? Weil sie sagen, das ist ja da wunderbar. Das könnte man ja auch an Ort machen, oder? Gibt es da Bestrebungen, dass es Gemeinden gibt, die du auch weißt, die das eigentlich auch gleich machen wollen, die ganze Altersversorgung, eben inklusive auch Kinderbetreuung und weiss nicht was, in einer Stiftung geben? Es ist viel, die AG solche Dinge machen, aber ich weiss nicht, ob die auch alles so umfassend machen wie ihr.
Wie gesagt, was schmeckst du da? Gibt es da diesen Nachahmer, der das auch hat? Gut, wenn man jetzt ein bisschen auf die Nähe beschränkt, der Prophet im eigenen Land, dann weiss man, wie das ist. Das ist kein Thema. Da wird in der ersten Phase lieber Kanonen aufgezogen und übergeschossen, wenn er auf man selber etwas macht. Es sind Gemeinden da, es sind Heim da, hauptsächlich im Bereich Zug. Luzern fängt wirklich an, jetzt das umzusetzen und zu studieren und zu denken, jetzt, dass sie irgendetwas machen müssen. Die Widerstände intern sind natürlich schon noch da, weil die Gartenhägel muss man zuerst können ablegen. Das ist nicht einfach, aber mit unserer Unterstützung oder mit meiner Unterstützung, wenn wir dort sind, dann bringen wir das eigentlich schon hin. Ich möchte eine Frage aufnehmen, die ich so ein bisschen gehört habe hier hinten. Jetzt angenommen, ich kann sagen, ich komme. Ich habe 200'000 Franken Kapital, habe Rente 5'000. Ich möchte jetzt kommen zu dir ins Heim. Im Heim zahle ich, glaube ich, 7'000 pro Monat, oder? Dann können wir ausrechnen, wie lange das verlängert. Wie wäre jetzt das, wenn ich hier eine Wohnung nehme? Ich müsste eigentlich nicht betreut sein, noch, weiss nicht was, aber ich möchte nicht mehr putzen und ich will nicht kochen und ich will den Garten nicht mehr machen. Du hättest hier eine Wohnung, wo man könnte sein könnte. Zu welchem Preis könnte man so eine Wohnung haben? Und was müsste ich denn rechnen eigentlich pro Monat, um so zu leben? Mit dir zusammen arbeiten, alles. Gut. Also, wenn man jetzt hier noch dahinter geht, also hinter unsere Wohnungen, ins Wohnen mit Dienstleistungen drin, dort kostet im Moment eine 3,5-Zimmer-Wohnung 1800 Franken Miete. Du bist für 1800 Franken drin. Dort fangen wir an zusammenzählen. Dann kommst du rüber und kommst Mittagessen. Das kostet 540 Franken im Monat. Dann tust du unter Umständen ein Notfallkästchen zu. Das kannst du Knopf drücken, dass wir ausrücken. Das kostet auch 45 Franken im Monat. Dann lässt du putzen, machst eine Pauschale, dass wir gleichzeitig noch zweimal im Jahr sämtliche Fenster und alle Storen putzen. Denke ich, das wird etwa 400 Franken kosten im Monat. Dann sind wir jede Woche dort und schauen, dass das sauber ist. Und jetzt, wenn wir das so zusammenzählt, sind wir auf knapp 3'000 Franken. Und du hast schon extrem viel Angebot gehabt. Also du hast noch 2'000 Führung von deiner Rente. Und die gehen dann drauf in Krankenkassen und Steuern. Wie ist die Stimmung jetzt zwischen Gemeindeaufträgen und dieser Stiftung? Ist das jetzt akzeptiert und wird komplett unterstützt? Das ist jetzt gut oder gibt es immer noch deren, die darauf warten? Hoffentlich gibt es eigentlich genau, dass der Ralf eins auf die Nase bekommt. Oder wie ist die Stimmung jetzt in diesem Auftrag? Nein, also das hat so 100% gekehrt. Das ist kein Thema. Ah ja. Ja. Dann haben sie mich noch wundern, was du gemacht hast als Gemeinderat, bevor du dich mit dieser Stiftung befasst hast. Was bist du dort beruflich unterwegs gewesen? Wahrscheinlich jetzt auch Koch oder Pfleger oder Therapeut oder irgendetwas, oder? Nein, ich war überhaupt nicht im Gesundheitswesen gewesen. Ich war selbstständig erwerbend in der Inneneinrichtungsbranche. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Ich habe den Eindruck, oder wir haben den Eindruck, dass das gut funktioniert hier, glaube ich, oder? Da bin ich staunen und finde, das ist ganz verreckt, was hier passiert. Jetzt aber gleich die Frage, gibt es im Moment etwas Aktuelles, das dich plagt, das schwierig ist oder wo schon länger daran genagt ist, dass es kommen sollte und es kommt nicht? Gibt es das auch? Und wenn ja, kommt dir etwas in Sinn? Gut, plagen tut mir eigentlich nichts. Das sind Sachen, die ich lancieren will. Also jetzt mit dem zusätzlichen Projekt, das ich vorher gesagt habe, mit dieser Digitalisierung, mit dieser Einheitsfinanzierung, oder? EFAS, die jetzt drin ist, und dass man alles zusammen nur noch nach Tarifen wie Spitex finanziert. Also das heisst, wir verrechnen die Leistungen, verrechnen, die wir gemacht haben, und nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip. Es ist einer in der Stufe 8 und da kommt jetzt heim einfach so viel über, ob sie es die Leistung. Im dritten Teil folgte ein Nachtessen, offeriert vom Lindenhof. Das Dessert stammte aus der betriebseigenen Bäckerei, eine Aargauer Rüebli-Torte. Dazu gab es auf Wunsch Kaffeelos. Eine Kombination, die bestens zum Einzugsgebiet der Heimatvereinigung passt.
Tarifen ABC und die verrechnen die Stunden, die sie geleistet. Dann wünschen wir dir speziell in dem Bereich alles Gute. Im anderen, wo es schon läuft, geht das ein bisschen ringer. Ich schlage vor, dass wir hier den Schlusspunkt machen. Danke vielmals. Dann können wir auch im Fahrplan.